Weil wir waren ja die ganze Zeit hier. Nein, ich war gerade am gegen Halt O2. Naja, was haben Sie da gemacht? Wahrscheinlich Drogen gemacht? Moment. Wo ist der? Herr Ruski Trade, warten Sie mal bitte. Ja? Ist hier hinter dem Handschuh. So, kommen Sie mal her, Herr Ruski Trade. Was war da los? Ich bin Gang Halt O2. Ja, das sind böse, böse Menschen. Die haben große Waffen, die machen Bum Bum und die wollten mich ausrauben. Die wollten Sie ausrauben? Ja. Sie sind auch sicher, dass das da beim... Was haben Sie da eigentlich gemacht beim Gang Halt O2? Ja. Ja, ich wollte mir eine Waffe holen. So eine Waffe holen. Pew, pew. Sie wissen allerdings, dass da man auch Kokain veredeln kann, nicht? Ja, daran interessiere ich mich doch nicht. Ich bin ein legaler Bürger. Ja gut, wenn Sie legal sind und nichts zu verbergen haben, dann werde ich jetzt mal eine Routinekontrolle bei Ihnen machen, okay? So, für die Routinekontrolle gehen wir mal ganz kurz hier um die Ecke. Herr Treiber, wollen Sie einen Witz haben? Nee, das will ich nicht. Sitzen zwei im Stehkaffee. Ja, den haben Sie vorhin schon erzählt. So, also Gang Hideout, ne? Zwei. Sie wissen, dass man da auch ja, Drogen macht ja. Und so, Kokain veredelt? Ja, ich war ja nicht drinne. Ich hab's von außen gesehen. Ah ja, von außen gesehen. Ich werde sie jetzt mal durchsuchen, ob sie Kokain dabei haben. Nicht? Ich hab Hände warm gemacht mir. Ich schau mal nach. Ich dreh mich auch um. Na, für Sie. Mach doch mal dein Ding jetzt auf, dann würde ich auch hier runterkommen. Oh, was habe ich denn da? Kokain. Was habe ich denn da gefunden? Ich habe Kokain gefunden bei Ihnen. Ja, ja. Was ist denn da los? Kokain in die Tasche reingeschmuggelt. Ich habe Ihnen Kokain in die Tasche reingesteckt. Ich habe es schon gesehen. Ne? Ja, gesehen. Sie haben mich gar nicht angeguckt. Sie haben sich weggedreht was von haben mir. Sie gesehen? Hä? Was? Ja, ja. Ich stand hinter Ihnen. Das geht jetzt erstmal auf die Wache der Herr, ne? Nur wir regeln das gleich unten auf der Wache. Gar kein Problem, Herr Ruski Trade. Haben Sie noch ein Auto hier vorne stehen? Soll das vielleicht. Vielleicht soll das Auto. Polizist. Die beiden Lügen. Das bleibt die beiden Lügen haben mir mein Auto geklaut hier. Mal bitte vom Gott runter. Nimm die mal fest. Runter vom Quad. Sie müssen die bösen Menschen festnehmen. Ja, danke. Wir sind extra gegen den Polizeiwagen gefahren. Sind bestimmt schon weg. Ja, ich nehme doch die bösen Menschen fest hier. Treiber? Ja, warte mal. Nee. Ich mach jetzt hier. Ich muss mal mit dem Uncut ausgetrade. Ich hab ein Auto gerade, wollte einen Eigentümer checken. Über das Fahrzeug gibt es keine Informationen. Es wurde vermutlich durch Cheats gespawnt. Lösche Fahrzeuge. Ja, ist dann nach dem Serverista wieder in seiner Garage. Okay. Gar kein Problem. User joined your channel. Erneutzeit. Sound muted. Ist das eigentlich Justiz da so hinten? Ja, mit Justitia kennen Sie sich ja anscheinend nicht so gut aus. Also nochmal. Sie waren beim Gang Hideout 2. Da waren irgendwelche anderen Personen unterwegs. Die wollten Sie ausrauben. Ja, mit ganz großen Waffen. Die machen Bum Bum. Ja, Sie sind ja auch in einer Gang. Ja. Die nennt sich ja Uncut. So, Sie wissen, dass beim Gang Hideout... dass man da, wenn man das übernimmt, auch Drogen veredeln kann. Zum Beispiel eben auch Kokain. Und ich habe bei Ihnen Kokain gefunden. Ja, ja, das haben Sie bei mir reingeschmuggelt. OPL an alle. Wie? Die OPL meldet sich jetzt ab und OPL übernimmt ab sofort Lieutenant Nordside. Ja, aber ich habe doch... Sie eigentlich Kokain dabei, hä? Wieso habe ich Kokain dabei? Sie haben Kokain dabei. Ich habe Ihnen das abgenommen. Ja.
Ja, also Sie wissen ja, was darauf steht, Herr Ruski-Trade. Darauf steht Gefängnis, illegale Substanzen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, was Sie da machen. Sie haben mir gesagt, ich habe Ihnen das zugesteckt. Sie konnten ja, Sie haben mich ja gar nicht mal angeguckt. Was ist mit dem Typen da los? Der hat sich hingelegt. Der ist über seine Schnürsenkel. Vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht von Ihnen, ne? Ihr schlechtes, schimmeliges Kokain. Das war noch nicht mal was wert. Ja, nun, Herr Ruski-Trade, Sie kennen das ganze Prozedere ja. Bei ihm wurde illegales Kokain gefunden. Das heißt, ich müsste Sie an Altes Life Corrections überstellen. Und, nicht? Ja, alles Weitere klärt dann der Haftrichter mit Ihnen. Okay, tschüss. Sie möchten sich nicht noch weiter dazu äußern? Nein. Gut, Ihr Auto finden Sie dann wieder in Ihrer Garage. Angenehmen Gefängnisaufenthalt. Sound resumed. Oh mein Gott. Ruski Trade ist im Knast. Das ist gut. Da gehört er hin. Da gehört er definitiv hin. Ja, das ist schlecht, wenn man bei Zivilisten... Was hat der da für eine Geschichte erzählt? Hast du es mitbekommen? Nein. Also irgendwas stimmte da nicht. Ja. So, weiter geht's. Treiber the Driver auf Drogenpatrouille. Mal schauen, wer hier weiterhin noch Drogen schmuggelt, mitten am Marktplatz. Guten Tag, Herr Polizist. Hallo. So. Hallo. 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 Das ist mein Auto. Ich hätte schon eine Frage. Bleib stehen. Ja. Hallo. Merkt ihr, dass es ein bisschen durcheinander ist hier? Vielleicht könnten Leute mal hier ganz... Ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen durcheinander hier. Ihr habt doch bestimmt was anderes zu tun. Ja, komm mal bitte nein, Komm mal bitte. Wem gehört warte, ich will aber so nicht dieser rote... Ich will aber nicht weg. Scheißwagen. Au, es hat wehgetan. Ich hab ihm eine Aussage gegeben, alles in Ordnung. Ja, das ist dein Auto. Sie bitte, könnten Sie mir bitte was leihen? Ich habe nicht viel Geld und ich würde gerne einen Pott kaufen. Entschuldigung, Herr Polizist, da hinten steht ein Auto. Hier, Herr Polizist, mit Ihrem netten Handel, das, warten Sie mal kurz, bitte. Ja, gehen Sie doch zu den Polizisten. Auf dem Marktplatz ist ein Polizist, der kümmert sich darum, ne? Einmal auf dem Marktplatz, da steht schon einer. Also Sie können ruhig den Hand auf, die ist nicht fallen, deswegen auch ein Stückchen zurück, weil... Das war für die Pizza, die Sie letztes Mal in der Mittagspause vorbeigebracht haben. Aufkratzen. Sie könnten mir sonst vielen Dank nochmal. Also, wir hatten echt keine Zeit, um selbst was zu sagen. Darf ich mal Ihr Auto machen? Wir können die Ölwanne auslaufen, dann würde ich jetzt alle abverkommen, dann könnten wir Leute ausrutschen und sterben eventuell. Bitte Ihr Fahrzeug wegfahren. Gut, Mann! Hallo, Herr Officer. Hätten Sie mal ein kleines Minütchen für mich? In Ruhe nee, unter die Augen? Wir quatschen alle durcheinander. Da verstehe ich Sie gar nicht. Jetzt fängt der schon wieder hier rechts neben ihn an zu labern. Der will ihn nur in den Zähne. Herr Officer, ich hätte aber eine Frage. Ich habe mir gerade ein Hotbike gekauft. Wo steht denn das? Schauen Sie, da kommt die nächste Frage. Können wir mal hinfahren oder irgendwo hingehen, wo wir ungestört sind, weil das ist mir ein bisschen zu laut und die ganzen Leute hier reden gerade durcheinander, deswegen. Ja, dann müsste ich Ihnen mal Handschellen anlegen. Nicht, dass Sie anfangen im Auto zu rauchen oder zu essen. Ich würde direkt hier vorne stehen. Ich glaube nicht, dass Sie sich alles gekauft haben, weil sonst würdest du hier stehen. Komm mal zu fahren. Doch, mir wurde das Geld abgezogen und die Meldung kam auch. Oh, toll, ich habe kein Geld mehr. Vielleicht ist es in der Garage oder nicht? Hallo X-Ray. Hi. Einmal eine Vorfahrung.
Mr. OPL. Ja. Ja. Frag doch mal bei Normalignus und El Tobi nach, was sie tun. Und wenn dann Hilfe brauchen in der AP, dann schließ dich ja doch bitte an. Ja. Sound muted. So, Herr Keule, in dieser dunklen Seitengasse unterhalten wir uns jetzt. Ja, definitiv besser als in der da vorne in dieser, sagen wir mal, Menschenmasse. Ja, worum geht es denn? Mir geht's darum, ich bin ein Angestellter vom TÜV. Ihr Kollege Chris, den habe ich die Limousine gerade schon überprüfen können und dürfen. Jetzt ist meine Frage an Sie. Würden Sie denn damit einverstanden sein, wenn ich einmal ganz kurz Ihren Hunter hier durchchecke, also nichts mit reinsetzen, sondern einfach nur mal ringsrum gucke, ob überhaupt noch alles dran ist, ob vielleicht Reparaturen nötig sind oder... Mein Wagen. Sie wollen jetzt hier an meinem Wagen rumkrabbeln. Ich fahre Sie extra hier in die dunkle Seitengasse, damit Sie mir erzählen, dass Sie hier an meinem Wagen rumfingern wollen, oder wie? Nein. Also mein Kollege da vorne, der hatte vielleicht böse Absichten, aber wir sind eine Familie, aber der hat psychische Probleme, daher dürfen Sie den nicht ganz voll nehmen. Ich wollte eigentlich nur mal gucken, wie und was jetzt hier noch falsch oder beziehungsweise kaputt sein könnte an Ihrem Fahrzeug. Also ich habe auch gesehen, der Auspuff hängt ein bisschen zu weit unten, aber ich sag mal, das kann das sind aber gewagte Worte hier. Okay wäre. Sie wissen schon, dass Sie mit einem Chief reden. Ja, das ist mir bewusst. Und auch für den Chief habe ich auch sehr viel Respekt. Ja. Auch Ihren Anzug gefällt mir da ganz gut. Ja, ich werde Sie erstmal kontrollieren, bevor Sie hier an meinem Fahrzeug rumkaspern. Kein Problem, da ich bin ein stolzer Bürger und bin damit sehr einverstanden. Das tut ja auch nicht. Na gut, nicht? Mach das auch mal von hinten hier. Ich schaue ihn mal in die Taschen rein, in die Hosentaschen, in die Gesäßtaschen. Keine Angst, ich habe warme Finger. Muhahahahaha. Das ist gut. Das sieht immer gut an. So. Sie haben mir gerade ein Kokain zugesteckt. Wie? Was habe ich? Wie wollen Sie denn das gesehen haben? Ich stand doch gerade hinter Ihnen. Haben Sie Augen im Hinterkopf oder wie? Nein, ich habe den Geruch des Kokains. Sie müssen wissen, ich war damals drogensüchtig und meine Familie hat mich davon abgehalten, aber mein Arzt hat mir gesagt, ich habe eine perfekte Spürnase, wenn es ums Kokainschnüffeln geht. So, und jetzt habe ich gemerkt, dass der Staub auf dem Boden ist und das von hinten von meiner Hand kommt. Jetzt haben Sie aber auch meine Hand gestreichelt, der Herr, dass Sie gesagt haben, Sie haben eine warme Hand und ja. Sie haben in also... Gesäßtasche befindet sich irgendwas. Sie haben also Kokain in Ihrer Gesäßtasche. Na, dann werde ich ja, Sie klar, mal... Ja klar, und der darf doch Kokain oder was? Ja, gehört der zu Ihnen oder wie? Ja, jeder Kokain oder was? Ja, ich werde ihn jetzt mal kontrollieren. Er hat auf jeden Fall mit Kokain mal zu tun gehabt. Ich schau mal nach. Ja, das ist war vor 10 Jahren, aber ich bin clean. Mein Führungszeugnis können Sie beim Arzt abholen. Da ist alles tipptopp. Oh, ich habe Kokain bei Ihnen gefunden. Na, das ist ja nichts, nicht verwunderlich, dass ich bei Ihnen Kokain finde, wenn Sie eine Drogenvergangenheit haben. So. Ja, aber Sie waren doch gerade als Einziges dahinter mir und, Sie haben da was Weißes am Finger. Ach, Sie haben wieder, immer wieder die Augen im Hinterkopf, nicht? Dass Sie hinter sich gucken können. Nein, ich habe Ihnen noch wir klären das jetzt auf der Wache. Wir klären das jetzt ganz geregelt auf der Wache. So. Judy hat einfach alles überfahren. Dings. Warte. Komme. Ich habe wieder jemanden, der mit Kokain und Kavala dealt im Fahrzeug. Au. Okay. Ich habe auch Nachschub. Nein. Ich habe da aus verlässlicher Quelle gute Qualität wieder 3 Stücke bekommen. Was war das denn gerade? Haben Sie mir da gerade ins Lenkrad gegriffen? Nein.
Ich bin immer noch gefesselt. Also da super. Geht das relativ schlecht, wenn sie mich hinter ihren in den Sitz angegurtet haben. Herr Officer, Herr Officer, hallo. Hallo, stopp. Hallo, Sie da. Keine Ahnung. Weil du dein Auto gerade empfohlen hast. Ja, na gut. Mein Fahrzeug ist gerade kaputt, ich habe kein Repair-Kit. Also, Herr Keule, ich habe Kokain bei Ihnen gefunden. Sie wissen, dass darauf Knast steht. Das wissen Sie. Das ist aber nicht mein Kokain. Ja, woher soll das denn sonst kommen? Haben Sie wahrscheinlich bei jemand anders gekauft. Nein. Ja, wie nein? Das ist negativ. Ich habe Kokain bei Ihnen gefunden. Sie haben auch zugegeben, dass Sie eine Drogenvergangenheit haben. Nun haben wir hier ein Problem. Ich habe auch gleich Feierabend, beziehungsweise ich muss jetzt noch ein bisschen was reißen im Dienst. Und weiß ich nicht, warum Sie dann mit Kokain mit mir in eine Seitengasse wollen und dann mit mir schnacken wollen. Ja, da, wenn Sie noch was reißen wollen in, sag mal, Ihren Dienst, warum lassen Sie mich denn jetzt einfach, warum nehmen Sie mich denn jetzt mit? Ich weiß ja immer noch nicht mal, wo die Drogen herkommen und ich habe gerade hier von meinen Kollegen Schreie aus der Stadt gehört, dass da Cops getötet werden. Wo wollen Sie denn nicht irgendwie zur Hilfe eilen? Das soll was ganz Schlimmes. Wieso zur Hilfe eilen? Das ist, das passt schon alles. Das kriegen die Kollegen schon hin. Das ist gar kein Problem. Wir haben jetzt allerdings hier immer noch Ihr Drogendelikt. Lenken Sie nicht ab davon. Lenken Sie mal nicht ab von Ihrem Drogendelikt. Nein, ich meine nur, ich wollte nur für die anderen Bürger hier sorgen. Ich meine, ein Leben ist immerhin noch wichtiger. Mit was sorgen? Als eine Droge. Mit Kokain wollen Sie die Bevölkerung versorgen. Haben Nein. Sie doch gerade gesagt. Die ist es immer noch nicht mein Kokain. Die wurde mir zugesteckt. Zugesteckt? Aber ich habe es doch bei Ihnen gefunden. Damit hatten Sie die Hoheitsgewalt über dieses Kokain gesagt, und damit den... Ja, da haben Sie also Kokain besessen. Wer soll Ihnen das denn zugesteckt haben irgendwie? Sie kaufen das doch. Keiner steckt Ihnen doch Kokain zu. Das ist Nein, doch viel zu teuer. Ich bin auch gerade frisch von zu Hause aus dem Bett gekommen und wollte gerade eigentlich auf Arbeit gehen und wollte Sie aber jetzt mal drauf ansprechen, von wegen hier des Ihres Wagens. Deswegen, ich bin eigentlich auch noch in Arbeitszeit. Und ja... Warum ich jetzt hier bin, ich wurde bei unserem Chef, ist das jeden Morgen, wird er einmal kurz durchgefiltert. Die Fahrzeuge werden durchfiltert und die Person selber. Und ja, ich kann nur sagen, ich habe selber nichts dabei, er hat mich durchfilzt und ja. Also, hören Sie mal zu. Herr Keule. Also, erstmal, Sie haben gar keine Arbeitskleidung an. Ja, so, da können Sie mir schon mal sonst was erzählen, dass Sie vom TÜV kommen. Ja, Sie haben gerade mal einen Führerschein, Sie haben Koks dabei, Sie haben eine Drogenvergangenheit. Ich glaube, dass man so jemanden nicht beim TÜV einstellt. Weiterhin haben Sie Augen im Hinterkopf, Sie haben anscheinend ein schlechtes Gedächtnis. Sie sind gerade eben erst aufgestanden, gucken Sie mal auf die Uhr. Nicht? Um diese Uhrzeit gibt es keinen TÜV, der irgendwie durch die Gegend kaspert. Ja, also das sieht ganz schlecht aus für Sie, ganz schlecht jetzt im Moment. Das sieht mir nach einem Gefängnisaufenthalt aus. Halt! Er ist da drin, warten! Ja, das ist dann aber unbürgerlich hier, ne? Unbürgerlich? Nun bin ich unbürgerlich, weil nachts irgendein Typ ankommt mit Sandaletten und gibt sich als TÜV aus, mit einer Drogenvergangenheit und meint hier nachts Polizeiautos kontrollieren zu wollen. Ah ja. Sie sollen wissen, dieser TÜV. Wir als Ausländer. Hi Deng Peng, moin moin. Gastarbeiter. Sie kennen das doch vom Staat Altes. Der heutige Staat, also ich kann Sie nur von meiner Aussicht hier sagen, also wir werden reichlich unterbezahlt. Wir werden nur misshandelt, teilweise werden wir auch verspottet, meine Familie, und ja, das sind eigentlich nur die Einnahmen, wo man machen kann. Und mein Chef, das ist, ja, wie kann man das sagen, ist wie ein größerer, sagen wir mal, Misshandler. Das ist nicht gerade das Wahre, also ich war auch noch nie im Knast, auch nicht wegen meiner Vergangenheit. Ja, nun, ich habe Sie jetzt eben hier drauf, dass Sie mit Drogen gedealt haben. Sie wissen, das ist eine illegale Substanz. Ich bin dafür da, um Sie, das ist eben mein Job, um solche Leute wie Sie aufzuhalten. Sie sagen, Ihr Job ist irgendwie der TÜV, nicht? Sie erledigen anscheinend Ihre TÜV-Arbeit um. Lassen Sie mich eben mal schauen.
4 Uhr morgens oder so. Also da stimmt irgendwas nicht. 3 Uhr aufstehen, habt ihr auf Arbeit sein. Wie gesagt, wir werden verspottet. Wir werden missbraucht. Ja, aber... Das ist nicht mehr das, was sie denken, aber das sehen sie hier leider nicht, weil... Ja, da müssten sie auch die anderen Gastarbeiter mal sehen. Nun gut, ich werde jetzt trotzdem leider vollstrecken müssen. Ich habe Kokain bei Ihnen gefunden und wünsche Ihnen einen angenehmen Gefängnisaufenthalt. Ich wünsche Ihnen auch gute Besserung. Das mit der Drogenvergangenheit ist dann jetzt mal wohl hoffentlich wirklich Vergangenheit und nicht eine Vergangenheit von 5 Minuten. Und nicht, dass ich Sie gleich wieder da auf dem Marktplatz rumkaspern sehe als angeblicher TÜV-Mitarbeiter, der hier irgendwie dann, ich glaube mal, ne, sind wir mal ehrlich, ein paar Drogen verteilt. Ne? So sieht das nämlich aus. Die mir zugesteckt wurden, immer noch. Zugesteckt wurden und was nicht alles, ne? Was Sie da nicht alles gerade aufgestanden, nachts um 3, TÜV-Kontrolle bei der Polizei, in der dunklen Gasse dann da mal den Officer angesprochen, der Ihnen irgendwie was zugesteckt haben sollte. Also das hat vor Gericht erstmal schon mal gar nicht, Sie klingen gar nicht glaubwürdig. Sie klingen wirklich nicht glaubwürdig. Finden sich dort, die Krümel des Kokains finden sich dort. Ja, ich würde Sie jetzt an Altes Corrections überweisen. Das tut mir sehr, sehr leid für Sie, aber ich muss leider so handeln. Sie kriegen da auch einen sehr schicken Anzug und da wird ein Therapeut nochmal mit Ihnen drüber reden, über Ihre ganze Drogenkarriere, die Sie hier anscheinend hinlegen, dass das nicht so in Ordnung ist. Und als Gastarbeiter hat man sich in einem Land, ist man dann auch irgendwie zu Gast und sollte sich dann halt eben auch dementsprechend korrekt verhalten und nicht eben in Drogen arbeiten, sag ich mal so. Ne? So, Sie verstehen das, dass ich das jetzt tun muss? Ja, das ist auch nur der Job, aber wenn Sie das meinen, ich gehe jetzt als sagen wir mal unschuldiger Bürger ins Gefängnis, aber okay, dann ist es vom Staat her wohl wirklich so gewollt, dass wir hier einfach nur missbraucht werden. Ich bin einfach nur Beamter und muss meinen Dienst ausführen, das tut mir sehr leid. So, ich werde jetzt vollstrecken. Dann sollten Sie sich mal hier in der Gegend nach den, sag ich mal, etwas größeren Firmen Ausschau halten und sollten mal gucken, was die so nachts treiben. Wir sind das Volk. Ja, da vorne steht schon wieder das Volk da irgendwie, schreit darum. So, ich werde jetzt vollstrecken und mich dann um das Volk kümmern. Angenehmen Aufenthalt. Jo, danke Ihnen. Wäre nett. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. So, hier von wegen einen auf Drogenhandel machen, läuft hier nicht. Wir sind das Volk. Wenn ich den Handel nicht kenne... Wenn ich den Hunter nicht kenne. Jetzt geht's. Herr Treiber, warten Sie. Ich muss ein Wort mit Ihnen reden. Wir sind das Volk. Treiber, was ist hier los? Haben Sie meine Nachricht nicht bekommen? Haben Sie meine Nachricht bekommen? Ich habe Ihnen eine Nachricht geschrieben. Ich wollte die größten Drogendealer von Kavala hochgelassen. 2 vollgeladene Hemmels und Sie reagieren nicht. Und ich habe einen korrupten Kopf aufgedeckt. Sehen Sie mal lieber zu, dass Sie in Ihre Spielothek kommen wieder. Schön in Ihre Spielothek, der Herr, ne? Ich habe eine Helmkamera, GoPro-Aufnahme. Davon, wenn Sie mir nicht glauben. Ja, machen was auch immer, was Sie da machen. Das ist mir völlig egal. Und einen korrupten Kopf. Korrupten Kopf. Er hat Drogen gegen Geld und hat dann gesagt, nein, hier, fahrt weiter, ich habe nichts gesehen. Und dann sind wir Informationen über ihn gegeben, am Marktplatz, wo sie sind. Und über Northside, wo der ist. Ja, ich muss jetzt weiter. Also, glauben, ja, Herr El Presidente, ich muss jetzt weiter. Sie sind doch auch so korrupt. Sehen Sie zu, dass Sie Land gewinnen. Ja, jetzt... Sie sind korrupt. Ich fahre jetzt hier durch die Schranke durch. Nein, ich werde jetzt... Ja, fahren Sie durch die Schranke. Ich werde jetzt in dieses Auto einsteigen. Und ich werde hier warnen. Nein, Treiber, das werden Sie nicht. Nein, Herr Officer Treiber. Das werde ich. Ich steige jetzt ein. Nein. Sie sind alle korrupt, Northside ist korrupt, Sie sind korrupt. Sie sind alle korrupt. Hintereinander sind Sie korrupt. Ja, aber fahren Sie, ist mir auch egal. Los! Und weg. Bleib gefällig stehen und mach die Spielothek auf. Treiber! Na Chris, was ist los? Ist Stress auf dem Marktplatz, klar, ne? Ja, weil vor allem... Hier schießt noch einer mit... Ne, der hat Northside getötet. Wollt ihr wieder Auti sind? Wir beide haben einen Hut auf und zwei Hüte gegen einen Hut.
Wir besorgen Gang 30.000 Dollar und dann können wir kommen. Gang oder was das hier? Ja, aber. Das ist trotzdem ein Überfall und. Du musst uns jetzt so, beide 5 Dollar geben, mal. Oder? Ich hatte gerade Funkfrequenz. Oder dann mal den Feuermodus von der Waffe wechseln. Ja. Ach, weil das sein Überfall ist. Das ist ein Überfall. Dankeschön. Ah, guten Tag, Herr Paul. Wir fangen klein an. Herr Medic dort drüben, hier liegt eine tote Person. Jungs, warte, ja, was ist mit dem? Präsident ist hier. Dann hallo. Liegt jemand an Ihrem Wagen? Ich habe einen korrupten Kopf gefunden. Das war ein Tipp, der liegt was ist da? Herr Keulex. Los, alle zum Polizeiaufstand, Jungs. Alle zum Polizeiaufstand. Wie viel bin ich schon? Hier ist der Doktor. Ich bin du, hat gerade den Arm Tony D getötet und wollte ihn dann nochmal töten. Hier ist viel durcheinander, die Herren. Hallo. Ja, dann ist ich bin du mal runter, ne? Jo. Also, ich bitte jetzt mal alle, die sich hier im Marktplatz befinden, ihre Arbeit nachzugehen. Um mal ein bisschen. Meine Arbeit ist es, klingt nicht, dass du kaufen und hier reinkämpfen lassen. Ja, trotzdem wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mal hier vom Marktplatz verschwinden würden. Nein, das ist so ein Fundament, der so gut kooperiert. Wir lassen Sie jetzt erstmal in Ruhe, vielen Dank. Genau. Okay, ich bitte Sie nicht mehr zu kommen, weil ich habe große Angst. Also. Ja. Ja. Das solltest du das auch. Das können wir uns gut vorstellen. Ja, also ich musste gerade wieder einen Bürger inhaftieren, weil er Koks dabei hatte, ne? Der hat sich als TÜV ausgegeben. Nachts um 3 meint er hier meinen Hunter kontrollieren zu müssen und einen auf TÜV Chef zu machen Paul, und sonst was. Einmal stehen bleiben. Dies ist ein gefährlicher Raubüberfall. Sie müssen uns leider 5 Dollar Sie sich ein, mit mir zu reden, jetzt mal ohne Mist. Sehen Sie das Chef nicht? Also was bilden Sie sich ein, mit mir einfach so zu reden? Da hat jemand jemanden überfahren. Jetzt erschießt den. Nicklich, Bomber der Mauer. So. Wo sind jetzt meine Pistolen? Hey. Hey, Kinderchen. Ja, und du sollte übrigens meine Waffe haben. Okay. Die hat er mir gestohlen, als er hier rumgeballert hat. Der Doktor ist schon hier. So, ich. Du kümmerst dich um das Quad oder jemand kümmert sich. Chris C. Ich glaube, das Quad ist offen. Was wird das jetzt hier? Oh, Wilfried, den nehme ich mal mit hier. Lieber mit der Polizeiarbeit! Handgranate! Bei uns. So. Überfall, Herr Medic. Herr Medic, dies ist ein Überfall. Bitte schön. Wir hätten gern 5 Dollar. Genau, 5 Dollar. Das ist nämlich ein gefährlicher Überfall. Sonst, weil überfallen sonst wir nur haben wir Strohhüte. Lieber mit der Polizeigewalt! Was ist hier los? Thank you for following. Wer gehört das Quatsch hier? Knut Jähr, yeah, danke dir für dein Follow. Willkommen im Stream bei den Loco Cops. Da hoch. Über die Ruine, oder? Hier, von hier springen, hier oben. Ich hab grad was gefragt. Ne, das ist ihm schon bewusst, oder nicht? Sound muted. So, die Herren. Also. Was wird das jetzt hier? Herr Wilfried Ockermann, Sie haben eine Person auf dem Marktplatz beim Zurückfahren überfahren. Achso, da kann jetzt jeder x-beliebige hinten vor mein Auto da lang rennen. Von mir aus auch absichtlich und dann stehe ich hier oder wie?
Sie haben das Auto beim Eingang des Marktplatzes abgestellt. Das ist kein normaler Parkplatz. Normalerweise stellt man das an der Seite am Bürgersteig ab, damit so etwas nicht passiert, Herr Wilfried Ockermann. Würde ich ja gerne machen, würde ich nicht das fünfte Mal schon auf dem Marktplatz selbst überfahren worden sein. Ja, nun, ich werde Ihnen jetzt ein Ticket ausstellen. Armer Bürger. Aber ich, der hier immer rückwärts fährt und da... Ja, ich werde jetzt Ihnen ein... ich werde Ihnen jetzt ein Ticket ausstellen, dann sind Sie auch wieder ein freier Mann. So, wenn Sie das bitte bezahlen würden. Sie haben sich geweigert, diesen Strafzettel zu bezahlen. Ja, wieder noch mit $200, wenn man die ganze Zeit überfahren wird. Ja gut, dann müsste ich Sie jetzt an Aldes Corrections überstellen. Also, dann geht's ins Gefängnis. Wer seine Sachen nicht bezahlen kann, der muss dann halt eben ins Gefängnis. Die anderen fahren jetzt weiter über Leute, richtig? Das weiß ich nicht. Ich habe halt Sie gesehen und Sie sollten vielleicht in einer Zone mit sehr vielen Fußgängern eben nicht sofort, ich sag mal so, vor der Pedestrian Precinct, also vor der Fußgängerzone. Ah, da hat mich ein Insekt gestochen am Hals. Ja, sollten Sie halt da eben nicht so rumfahren. Sie können ja auch das Fahrzeug etwas weiter außerhalb parken. Oder Sie können ja auch woanders Ihren Geschäften nachgehen, Herr Wilfried Ockermann. So, ich bin allerdings dazu angehalten, Ihnen noch einmalig dieses Ticket auszustellen. Sollten Sie das wieder nicht bezahlen, dann würde ich Sie inhaftieren. Ja, dann machen Sie doch. So, bitte noch einmal die... Gut, dann, wenn Sie Ihre Strafzettel nicht bezahlen können, dann müssen Sie einen kleinen Gefängnisaufenthalt in Kauf nehmen. Das war Ihnen nur ein paar Tage, paar Wochen. Das ist gar kein Problem, denke ich mal. Ne? Und dann aber auch bitte vorsichtig fahren und nicht direkt vorm Eingang vom Marktplatz da Ihr Fahrzeug abstellen. Ne? Vielen Dank für Ihr Verständnis. So, nun kommen wir zu Ihnen, Herr Brudi Völler. Ja. Ja, Sie haben versucht, das Fahrzeug von dem Herrn Ockermann zu entwenden. Das stimmt nicht. Ich wollte auf dem Beifahrersitz und ja. Sie wissen aber, dass der Marktplatz eine sichere... Ja, Sie wissen aber, dass auf dem Marktplatz, dass es eine sichere Zone ist und dass Sie da nicht irgendwie in fremde Autos einsteigen dürfen. Also, so geht das nicht. Das durfte ich aber. Und ich habe Sie auch schon vorher darauf hingewiesen, dass es eine sehr kritische, gefährliche Zone sind und Sie hampeln da die ganze Zeit irgendwie rum und belästigen die Leute. Und so geht das nicht. Das geht so nicht weiter. Also wenn Sie nicht hören wollen, wenn Sie das nicht lernen wollen, dann muss ich jetzt auch mal hart durchgreifen, nicht? Sie verstehen das, ich mache meinen Job. Dann müssen Sie mit dem Richter reden, mit dem Staatsanwalt. Was Sie da machen, das ist ja lebensgefährlich, das haben Sie ja mitgekriegt, wie lebensgefährlich das ist. Ich habe Ihnen sogar noch ein bisschen Geld zugesteckt, das wissen Sie auch. Das haben Sie auch schon wieder verschlammt und verloren. Nö, weil ich getötet wurde. Ja, wenn Sie getötet wurden, können Sie sich an gar nichts mehr erinnern jetzt. Was haben Sie denn für Probleme? Also wenn ich sterbe, weiß ich von nichts mehr. Ja. So, ich überweise Sie jetzt an die Psychiatrie. Die werden Sie dann kurz mal untersuchen. Und dann halten Sie sich mal bitte da raus aus der Zone. Weil das scheint für Sie ja ein echt extrem heißes Pflaster zu sein. Bei Ihnen läuft das sowieso nur darauf hinaus, dass Sie dann im Knast landen, überfahren werden, erschossen werden oder sonst etwas passiert. Sie sind ja hundsgefährlich, Herr Brudi Völler. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und ich hoffe, wir sehen uns nicht so schnell wieder. Ne? Ne. Sound resumed. Boah, gemeingefährliches Pflaster. Verkehr am 40 fällt die Hütten, ne?
sauber. Oh, da kommt der Chef. Da kommt der Chef. Und das war keine gute Idee. Steine, Jungs! Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Legen Sie sich flach auf den Boden. Die Hände hinter den Kopf. Das ist ein Überfall. Widerstand ist zwecklos. Stirb, Hunter. Stirb an meiner mit Glasampulle gefüllten fluoreszierenden Flüssigkeiten. Bom. So, die Herren Bürger. Jetzt ist hier mal auch Ruhe. Da geh jetzt mal schön ab an die Arbeit. Ja. Ansonsten muss ich hier Sie jetzt alle wegarbeiten. Jetzt ist hier auch mal Schluss und Piano. Ich habe keine Arbeit mehr. Dank Ihnen. El Presidente, es gibt noch eine Spielothek, die finden Sie im Osten. Und runter von der Straße. Sie verstehen es nicht. Ich bin Undercover-Cop. Nicht Undercover-Cop, ich bin ein Undercover-Detektiv. Ich habe Ihnen heißen, aber hier überfalle ich Sie. Ich bin auch ganz Undercover. Ich möchte $5 von Ihnen haben. Oh nein, oh nein. Mindestens. Das war ein Ernstfall. Also das war kein Scherz, das war ein Ernstfall. Was ist das hier eigentlich für eine Versammlung? Was ist das hier für eine Versammlung? Der eine hier, der läuft hier in Unterhosen rum, der andere wirft hier mit Knicklichtern und der nächste tanzt hier auf meinem Hunter irgendwie den Lukas oder was? Wir sind allgemein unzufrieden mit der derzeitigen Situation, dass sie den Elf-Präsidenten als Undercover-Detektiv nicht ernst genommen haben. Ja, da war vorhin ein anderer L-Präsidente da. Das war ein ganz anderer L-Präsidente. Ja. Jetzt weiß ich ja nicht mehr, wer der L-Präsidente ist. Dieser Präsidente hat nichts zu sagen. Es war eine ehemalige Handgruppe, die mich nur gemocht hat, dass er sich jetzt auch so genannt hat. Wissen Sie? Und jetzt tanzt eine neue Handpuppe da auf meinem Hunter rum, oder was ist da los? Ja. Machen Sie. Die ist ein bisschen außer Kontrolle. Und ich schmeiße vor Wut von mir mit Klicklichtern um mich, wie ein Wilder, sehen Sie? Da. Da ist noch kommen sie runter. Mensch, das ist noch auch nur Tischlampe. Es ist wirklich schon so, es sieht so aus, sie sind unzufrieden mit der Gesamtsituation. Das merke ich schon. $5 oder ich hole meinen Rüssel raus. Nee, sie haben mich arbeitslos gemacht. Erst der Titi-Twister, dann mein Job als Undercover-Detective. Irgendwie nicht eine Vorrat-Detektei und dann sowas hier. Was mit dem Offroader? Ich werde jetzt mal Geld in Klicklichter investieren und den ganzen Macken kommen hier. Das ist nicht erlaubt, das ist Umweltverschmutzung. Das ist mir egal, ich muss euch nicht fragen. Wenn Sie weitermachen, sprechen wir auf der Wache. Hände vom Lenkrad, das ist ein Überfall. Überfall. Herr Ruski-Trade, kommen Sie da von meinem Auto runter, sofort. Sie zerkratzen mir den ganzen Lack mit Ihren Jesus-Tretern. Sonst überfalle ich Sie. Ich komme hier nicht mehr runter, geht nicht. Dann sind Sie in sicherer Gewahrsam da. Da können Sie, kaspern Sie da mal weiter rum. Aber Schnauze halten beim Rumkaspern. Wer schmeißt hier wieder mit schon wieder Knicklichter? Jetzt reicht's aber. Nein. Das ist Umweltverschmutzung. Ich hab's geschafft. Ist mir egal. Scheiß auf die Umwelt. Das ist ein Überfall. Die Umwelt. Ja, okay, ich halte mal die Fresse, ihr Kinder. Hauen Sie bloß ab. Wechselt mal eure Windeln an. Weil ich glaube, da. Du hast gesehen, dass der Chris zu dem Robbery drauf ist. Darauf hinzufallen, ist ein Überfall. $2. Oh nein. Oder was? Geh jetzt Leute an Pichas. So, Herr El-Präsident. Wir unterhalten uns auf der Sache. Gelbes oder Rotes? Kicklich dazu werfen. Ja, manchmal irgendwie. Ich habe sie aber weil die da eben alle auf uns gezielt hat, dachte ich, deswegen hast du nichts gesagt, weil die so um uns standen. Mist, mir ist El Presidente weggebackt. Mir ist El Presidente weggebackt. Er steht irgendwo am Marktplatz, keine Ahnung, er ist mir weggebackt. Bei dem Tempest. Die anderen hatten nichts. Das ist ein Überfall. Hallo. Ich möchte auf der Stelle $2.50. Sonst hole ich meinen Rüssel raus. Okay. Hier hinten. Auf den Quadball. Ich bin ein Ernstfall. Nehmen Sie mich ernst. Nein. Ernsthaft? Servus.
Rückenspart über so Verein auf dem Ölfeld. Mensch, Chris, so viel wollte ich doch gar nicht. Ölfeld, oh, vielen Dank. Was ist denn hier für schon wieder los? Ja, das war ein Premium-Überfall. Weil Party. Wo seid ihr gerade? Wir waren gerade am Peachesfeld und haben ja einen Fall aufgelöst, weil hier haben Leute sich gegenseitig erschossen. Okay. Also Rusky Trader hat wieder Leute überfallen und wurde dabei dann getötet. Hallo, meine Freunde hier. Oh, 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 oh. Außer der Stadt war lustig. Da ist er, glaube ich, auch schon wieder. Ja, ja. Ihr kennt das ja alle schon. Ernstfall und so. Herr Afro Chris. $50. Wie aus Gottes... Oh, ich hab aus der Gottes Hand, jetzt ist es auf einmal auf. Herr Afro Chris, wir unterhalten uns mal auf der Wache. Das ist dein Kurt. Da ist er. Das ist mein Quad. Achso. Ich weiß nicht, warum ich gefesselt bin. Willst du in ein anderes Auto rein? Oh je. Warte, komm mal mit. Ja, warte, ich bin gefesselt, die muss ich frei machen. So, und hier meine Handpuppe, die nehme ich auch mal mit. Nein. Ich darf ich die mitnehmen? Ja, Ich bin Houdini, ich habe einen Zaubertrick gemacht. Fährt er mit dem Tempest weg, der ist doch dem Abfuhrkurs. Halt immer auf. Sound muted. So, die Herren. Lassen Sie mich frei, ich habe nur mit Teekicht da geworfen. Es gibt keine Regel, die das... Umweltverschmutzung. Ist mir egal, ich bin der Präsident, ich darf alles. Ja, das wollen wir erstmal gucken. Wir schauen mal gleich nach, was Sie auf dem Kerbholz haben. Ja, gucken Sie, ich bin strafenfrei. Ich habe nie was getan. Ich habe Ihnen sogar noch einen Tipp gegeben. So, Herr Afro Chris, kommen wir mal als erstes zu Ihnen, weil mit Herrn El Presidente wird das länger dauern. Vielleicht, Sie kennen ihn noch nicht, ich weiß es nicht. Hallo. Aber, hallo. Herr Afro Chris, Ihnen wird vorgeworfen, dass Sie eine andere Person ausgeraubt haben. Das ist natürlich illegal. Ja, das war mein Kollege vorhin. Das ist Ihr Kollege vorhin. Ja. $2,912, das war der... Ihr Kollege. Vinci, können Sie gerne fragen, das war mein Kollege. Ja. Der war ewig nicht mehr online. Der war ewig nicht mehr online, der wusste nicht mehr, wie das geht, und da habe ich das gemacht. Können Sie gerne fragen. Ja, könnten Sie noch schneller reden? Sie überschlagen sich ja schon beim Reden, Herr Afro, Chris. Sie wissen doch, intelligente Menschen sprechen schnell. Ja. Ich habe vorhin meinen Kumpel, den Frank Vinci, ausgeraubt, weil der das nicht mehr wusste, wie das ging, und der wollte wissen, wie man ihn festnimmt und so. Und da habe ich dann halt das ganze Programm abgezogen. Können Sie gerne fragen. Alles klar, dann ist der Fall klar. Sie rauben Ihre Freunde aus. Sie wissen, was ein Raub ist, ne? Das ist nicht stehlen. Also stehlen wäre etwas zu klauen, zu entwenden. Ein Raub bedeutet immer, dass Leib und Leben gefährdet ist. Also, dass sie ihm etwas wegnehmen und ihm auch wehtun. Ja, sei es, schlagen ihn wieder. Ich hab ihm das ja wiedergegeben. Sie können ihn gerne fragen. Ja, sicherlich. Das ist ja auch alles in Ordnung, dass sie ihm das wiedergegeben haben, aber... tut mir leid. Ihr Freund wird alles für Sie aussagen. Vielleicht haben Sie einen ganz anderen Zivilisten ausgeraubt. War der Frank Vinci? Könnt ihr gerne im Netlog nachgucken, das war der. Nee, ich gucke hier gar nichts in irgendwelchen Logs nach. Ich habe Sie da auf der Liste und wenn Sie Ihre Freunde ausrauben, ist das Ihr Problem. Ich werde Sie jetzt an Altes Life Corrections überstellen müssen. Es tut mir leid, das ist mein Job, das zu tun. Ja, das ist mein... Nicht wegen dem Kram. Wie, nicht wegen dem Kram, weil sie ihre Freunde ausrauben. Hätten Sie doch mal vor. Ach, ein Ticket jetzt. Ist okay. Ja, aber nicht ins Gefängnis, Mann. Nicht für die Lappalie. Ich hab wirklich nur meinen Kumpel ausgeraubt. Ah ja, also jetzt auch noch Bestechung irgendwie. Nein, keine Bestechung, ein Deal. Ein Deal? Ne, den Deal kann ich nicht machen. Freund, ein Tipp. Die machen keine Deals hier, außer eine gewisse Kopfperson.
Versuch's lieber gar nicht. Mach's also, das wird so gar nichts. Also, ihr Gefängnisaufenthalt schießt gerade in die Höhe, nachdem sie auch noch zugegeben haben, ich sag ja, sie hätten sich einen Anwalt holen können, hier nebenan ist ein Telefon, ja, der hätte ihnen gesagt, halten Sie bloß die Klappe, sagen Sie jetzt gar nichts mehr. Aber jetzt erzählen sie sogar noch, geben das auch noch zu, den Raub. Sie sagen, das war auch noch ein Freund von ihnen und der hat sie sogar noch gefragt danach, irgendetwas. Ich weiß nicht, welcher Freund das sein soll. Mich ruft auch keiner an. Hören Sie dieses Telefon hier bimmeln neben mir, dass der irgendwie jetzt hier anruft auf der Polizeiwache? Ich nicht. So, ja, ich werde jetzt vollstrecken. Ich werde jetzt vollstrecken. Ich werde jetzt erstmal vollstrecken hier. Das heißt nicht Treiber, das heißt Schieftreiber. So, für Sie. Und jetzt werde ich vollstrecken. Und hören Sie auf, Ihre Freunde auszurauben. Das hat jetzt hier mal ein Ende. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Gefängnisaufenthalt, weil auch der Richter wird wahrscheinlich da nicht ein Auge zudrücken bei Ihnen. So, angenehmen Aufenthalt. Nehmen Sie einfach ein Ticket aus, bitte. So, Herr El Presidente. Sie hätten Umwelt. Zu kommen müssen. Wir Umweltverschmutzung. Die lokale Drogenszene, ja, die lokale Drogenszene, haben Sie, ja. Haben Sie nein, Kontakte in die Drogenszene? Nein. Wie? Ich war beim Gangversteck, wissen Sie, ich wollte mir illegal eine Knarre kaufen. Ja, das gebe ich auch alles zu, dass ich es tun wollte. Ich habe es aber nicht. Bei welchem Gangversteck waren Sie denn? Habe ich die Coca-Dealer. Bei welchem Gangversteck waren Sie? Geben Sie das zu. Gangversteck in Kavala. Ich kann es. In Kavala. Ich habe es mit der Helmkamera gefilmt. Ah, Kavala, ja. Alles klar. Kavala, Sie wissen ja schon, dass man da auch Kokain, ja, macht, ne? Ich weiß. Ja, ich habe da eine Kokain. Da ist eine Drogenküche, ne? Gefilmt. Ja. Ah ja, gefilmt. Ich habe eine Helmkamera seit neuestem. Wissen Sie, was das ist? Nein, ich sehe keinen Helm an Ihnen. Ich weiß nicht, was Sie da gerade faseln. Ja, der wurde mir ja abgenommen. Aber ich habe diese Filmaufnahme in meinem Haus versteckt. Sind Sie auf, sagen Sie mal, sind Sie auf Drogen? Nein, ich bin nicht auf Droge. Überhaupt nicht auf Droge. Sie sind einfach nur korrupt. Helmkamera? Sie kommen nicht. Sie schmeißen wie ein Bekloppter auf dem, jetzt auch noch beleidigen. Nein, korrupt ist keine Beleidigung, ist eine Tatsache. Zeigen wir das Gegenteil. Okay, Sie machen ja keine Deals für den Gefangenen. Vielleicht hat dieser Gefangene nicht genug mit. Das ist eine Frage. Ja, überprüfen Sie doch mal die lokale Szene. Ach, ja, ich überprüfe mal hier eben. Ach, das ist ja interessant. Jetzt weiß ich auch warum. Herr Treiber, Sie haben guten Schachzug gemacht, muss ich Ihnen sagen. Sehr schön, dass Sie es Kokain. Was denn für ein Schachzug? Was denn jetzt? Ja, was für ein Schachzug. Ich guck gerade mal Ihre Lizenzen. Sagen Sie mal Ihren Freund Eddie Bescheid. Ja, ich habe keine Kokainlizenz, also ich weiß nicht, was Sie meinen. Wie, Sie haben keine Kokainlizenz? Bitte entfernen Sie sich von diesem Gebiet. Dann werde ich mal schauen, ja, was Sie so in den Taschen haben, nicht? Schneller. Ah, Kokain habe ich bei Ihnen gefunden. Sagen Sie mal Ihren Freund Eddie Bescheid, er hat sehr gut gespielt. Sehr, sehr gut gespielt, muss ich Ihnen sagen. Also ich muss jetzt leider natürlich, Sie wissen, worauf das hinausläuft, ne? Sie geben zu, ja, Sie waren beim Gang-Hideout. Sie geben zu, dass Sie mit illegalen Waffen da irgendwie was im Geschäft haben. Sie erzählen mir was von einer Helmkamera, die ich nicht erkennen kann. Sie schmeißen wie auf Drogen irgendwelche Knicklichter über den Marktplatz. Sie machen da eine Revolte. Sie kommen mir so vor, als ob Sie haben leicht gerötete Augen. Nein, habe ich nicht. Das ist ein Irrtum. Thank you for following. Das sind leicht gerötete Augen. Ich kenne Sie schon lange. Tain Void Games, machen, danke, ne, für dein Follow. Ist nicht okay. Ich werde jetzt zum bewaffneten Aufstand ausrufen. Warten Sie ab. Was auch immer Sie ausrufen. Müssen. Ich habe bei Ihnen Kokain gefunden. Ja. Sie sehen mir auch sehr komisch aus. Sie haben eine Helmkamera angeblich auf und alles Mögliche. Was Sie da nicht alles. Illegale Waffen. Sie. Ich werde jetzt vollstrecken. Ja. Der Richter wird. Sie können Ihre Geschichte alles dem Richter erzählen. Der wird schauen, wie glaubwürdig das ist. Erzählen. Genau. Der Richter wird erzählen. Ja, nein, Herr Präsidenten. Wir haben Sie schon mal hier. Du bist hier, Kerl. Wissen Sie was? Sie packe ich mir jetzt selber. Wenn ich hier raus will, wenn ich aus dem Knast raus will, dann packe ich jetzt. Aber das kommt alles in Ihre Akte, Herr Präsidenten. Ja, schreiben Sie es ruhig rein. Na gut. Machen. Das ist höchste Korruption auf höchster Ebene. Ich vollstrecke jetzt. Auf höchster Ebene. Ja, vollstrecken Sie jetzt. Aber warten Sie doch mal was. Ich würde Ihnen empfehlen, in die Ebene zu kommen und dann dort zu warten.
Ja, wir waren schon im Teamspeak und nach 20 Minuten warten, das will ich eigentlich nicht nochmal machen. 20 Minuten? 20 Minuten warten, das ist wenig dann, also es gibt Leute, die warten da 1-2 Stunden. Ja, das ist auch ein Problem. Das fährt da gerade wieder zum Marktplatz, also... Ja, den El-Präsidenten musste ich leider auch ins Gefängnis stecken, weil der irgendwie... Schon wieder Kokain dabei hat. Ja, er hat auch einen erzählt, der so eine Helmkamera hat und irgendwie da beim Gangheit auch 2 am Start ist. Also das war irgendwie alles nicht mehr wirklich schlüssig. Ich weiß, er hat mich übrigens bedroht. Aber ich hätte auch er macht einen bewaffneten Aufstand. Oh. Ja. So, da ist doch gerade so ein dicker Hunter angekommen. Sie haben Geld. Das sehe ich, das ist ein Überfall. $2 oder ich hole meinen Rüssel raus. Sie ziehen sich jetzt bitte erstmal was an. Das ist Erregung, Erregung öffentlichen Ärgernisses, nicht? Warum wir $2 brauchen? Ja. Was meinen Sie, warum wir $2 brauchen? Ich habe eine Idee. Pass auf, ich habe eine Idee. Sie haben 2 starke Arme, wobei der Herr Ernstfall, das sieht eher nach Pommes Frites Arme aus hier. Sie laufen jetzt zum Apfelfeld. Ja, sie laufen jetzt zum Apfelfeld und nehmen in ihre, Herr Rüdiger Rüsseltier, sie nehmen in ihre 2 starken Arme, 2 Äpfel rein. Und Herr Ernstfall, sie halten mit 2 Armen einen Apfel und bringen dann zum Marktplatz. Und schon haben sie mehr als 1 Euro sonst was. Ne? Wir kommen wieder. Ja, sehen Sie mal zu. Wir werden wiederkommen und dann werden